Mein lieber Krebs, Dinge, die du als erledigt betrachtet hast, können im Juli wieder auftauchen oder sie werden sich in die Länge ziehen. Dies gilt besonders bei den Themen Wohnung, Familie, Liebes- und Geschäftspartnerschaften. Bis zum 11. läuft Merkur rückläufig in deinem Zeichen, das heißt, du solltest dein Aussehen nicht groß verändern bis zum 11. des Monats, denn ansonsten würdest du das bereuen. Ein Frisur- oder OP-Termin sollte vielleicht verschoben werden. Man soll sich für alles Zeit lassen, denn vielleicht hat man nicht alle Informationen, um klare Schlüsse zu ziehen. Am 1. des Monats haben wir einen Aspekt Uranus-Sonne. In Sachen Geld kann Neues vorkommen. Es kann geschehen, dass du bei einer Angelegenheit die Führungsposition übernehmen musst, damit du deine eigenen Vorstellungen in einer Gemeinschaft mit einbringen kannst. Man soll nur ein Risiko am Monatsanfang eingehen, wenn man sich über allen Konsequenzen bewusst ist. Zwischen 2. und 3. des Monats ist Saturn rückläufig in Steinbock. Es gibt ein privates oder berufliches Verhältnis, das dich psychisch belastet. Man sollte alle Probleme mit einer Person besprechen, anstatt sich zurückzuziehen oder bestimmte Dinge als selbstverständlich zu betrachten. In den Bereichen der Liebe, Geschäfte und Rechtssachen gibt es bis Ende des Jahres viele Hindernisse, die man überwinden muss und die eine große Last ausmachen. Zwischen 4. und 5. Juli hast du einen Vollmond in deinem Zeichen, das heißt, bis Anfang August könntest du dich zunehmend mit dem Inhalten eines anderen Menschen stark beschäftigen und Verantwortung dafür tragen. Zwischen 6. und 11. des Monats ist Merkur in Spannungsaspekt zu Mars. Das heißt, viel Frustration oder Spannung kann in deinem Alltag entstehen, vor allem wenn du nicht deine Grenzen kennst. Achte bitte auf deine Impulse, sodass du dich selbst besser beherrschen kannst. Konflikte mit Kindern oder mit einem Vorgesetzten sind an diesen Tagen möglich. Am 12. Juli ist Merkur wieder direkt. Ab diesem Datum und bis Ende Juli wirst du manche Dinge besser verstehen und nachvollziehen können. Zwischen 13. und 21. des Monats bildet die Sonne eine Opposition zu Jupiter, Pluto und Saturn in Steinbock. Es dürfte eine Herausforderung für dich sein, deine Wünsche aus eigener Überzeugung und mit eigener Verantwortlichkeit voranzutreiben. Diesbezüglich können es Steine auf dem Weg liegen. Eine Trennung, Vertragsabschluss oder Geldinvestition ist in dieser Zeit abzuraten. Zwischen 19. und 20. des Monats hast du einen Neumond auch in deinem Zeichen. Ein Prozess oder Verfahren dürfte sich beschleunigen. Und dann, wir haben am 21. bis 27. des Monats einen Spannungsaspekt Venus-Neptun, das heißt eine gewisse Unsicherheit auf Themen wie zum Beispiel Familie, Freunde kann auftreten. Und dann zum Schluss haben wir eine Spannungskonstellation zwischen Merkur, Jupiter und Mars. In der Kommunikation kann jederzeit etwas auftauchen, was einen ärgert oder belastet. Wichtig ist es, mein lieber Krebs, dass man offen und ehrlich miteinander spricht, wenn man in einer Beziehung lebt oder ein Verhältnis mit einem Menschen führt, welches wichtig sein kann. Mein lieber Krebs, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose. Wenn du eine Beratung brauchst, meine Daten findest du bei der Videobeschreibung. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.